Guten Morgen. Wir treffen uns heute an einem sehr traurigen Tag. Es sind 1000 Tage Krieg Putins gegen die Ukraine mit unglaublich viel am menschlichen Leid für die Männer, Frauen, insbesondere auch für die Kinder. Wir haben auch im neuen Nahen Osten eine herausfordernde Situation. Wir haben seitens des österreichischen Bundesheeres gestern erst ein Kontingent auch entsandt in den Libanon. Das ist mittlerweile das 27. Kontingent, erstmals unter der Führung auch einer Kommandantin. Und wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie sich die Wahlen in den Vereinigten Staaten auswirken werden. Wir werden Schlüsse daraus ziehen und ich glaube, dass wir eine sehr gute Grundlage haben, mit dem Bericht des ehemaligen finnischen Präsidenten Niinistö, weil er in seinem Bericht auf die Verteidigungsbereitschaft eingeht, die wir stärken müssen, dass wir stärker und unabhängiger werden müssen. Das betrifft die einzelnen Staaten, insbesondere natürlich auch Österreich, aber auch die gesamte Europäische Union und wo wir auch mehr zusammenarbeiten müssen. Ich finde es bemerkenswert auch, dass er sich aber auch sehr um die umfassende Versorgung kümmert und diese besonders anspricht, weil es dazu Parallelen gibt, wie wir sie in der österreichischen Bundesverfassung auch haben, nämlich mit der umfassenden Landesverteidigung. Und wir werden uns natürlich auch mit den EU Battlegroups beschäftigen, wo wir ja seitens Österreich dann im Jahr 2025 unter dem Lied von Deutschland insbesondere die logistische Komponente betonen. Ja. Darf ich gleich eine Frage zu den Battlegroups? Wie wird sich Österreich denn konkret beteiligen im nächsten Jahr? Wir sind in einer sehr großen Vorbereitung, den Lead hat Deutschland und wir werden unsere besondere Expertise einbringen, die mit logistischen Aufgaben zu tun hat. Wir sehen das ja in vielen Bereichen, dass wir da absolute Expertise auch haben. Wie gesagt, ich habe gerade angesprochen, auch unser Engagement innerhalb von UNIFIL, auch dort ist es die logistische Komponente, die wir bedienen. Das wird der Hauptpunkt sein. Wo wir auch in ersten Vorbereitungen sind, ist dann die weitere Battlegroup, die unter italienischer Führung insbesondere dann unsere Spezialeinsatzkräfte betreffen wird, das heißt insbesondere das JAC-Kommando betreffen wird. Indem natürlich Informationen auch fließen, das halte ich immer für ganz, ganz wichtig. Das machen ja die Medien auch ganz gut. Ich dachte mir das auch gestern bei der Verabschiedung unseres Kontingents. Es ist wichtig, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher da auch mitnehmen. Und ich glaube gerade auch das heutige Treffen der Verteidigungsminister bietet schon auch sehr viele Anknüpfungspunkte für uns Österreicher. Weil gerade wenn es in diesem Bericht des ehemaligen finnischen Präsidenten um die umfassende Versorgung und um die umfassende Sorge auch geht, dieses Konzept der umfassenden Landesverteidigung, wo wir gerade in Österreich jetzt geplagt waren auch von einer Katastrophe, von einer Unwetterkatastrophe, wo man gesehen hat, dieses Zusammenwirken der Zivilen, bei uns eben ehrenamtlichen Feuerwehren und der nachgestaffelten dann Unterstützung auch durch unsere Soldatinnen und Soldaten, das ist schon ein Konzept, das bei uns in der umfassenden Landesverteidigung bereits in der Verfassung vorhanden ist. Und sich damit auch auf europäischer Ebene näher zu beschäftigen, das halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig. Sie sagen umfassende Landesverteidigung. Ich möchte kurz eine Frage stellen zu der Kernpersonalsituation in Österreich. Am Wochenende wird die Luftraum nicht durchgehend überwacht werden. Was werden Sie denn da jetzt tun? Ja, das habe ich schon getan. Ich meine, ich rede ja seit Monaten auch davon und das betrifft ja nicht nur das österreichische Bundesheer, sondern durchaus weitere Armeen, die mit Personalherausforderungen zu kämpfen haben. Und ich habe daher vor längerer Zeit schon gefordert, dass die Personalhoheit in das Ressort auch kommen muss. Denn stellen Sie sich vor, Sie können woanders arbeiten, wo Sie das 2,5-fache verdienen und müssen dort nur 32 Stunden absolvieren. Faktum ist aber, das ist eine Aufgabe, die das sicherzustellen ist, dass das nicht mehr wieder passiert ist. Ich werde das auch so nicht akzeptieren und daher auch der ganz, ganz klare Auftrag an den Generalstab, jetzt dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Sie waren jetzt dafür zuständig. Was sagen Sie dann zur Kritik, dass das Bundesheer unvorbereitet ist für den Krisenfall und untrainiert und einen geringen Kampfwert hat, wie von der Offiziersgesellschaft geäußert?
Also da sind wir ja sicher nicht, das waren wir in der Vergangenheit. So wie viele andere auch haben wir uns ja so sicher gefühlt und die Verteidigungsbudgets sind ja nach unten gegangen. Wir haben unter meiner Führung die Trendwende eingeleitet und haben seit den letzten 5 Jahren eine klare Mission vorwärts, einen ganz, ganz klaren Aufbauplan, wo wir investieren. Aber eines ist auch ganz klar, die personelle Komponente, die müssen wir viel mehr nützen und daher auch noch einmal die Personalhoheit, die gehört in das Ressort, das dafür Verantwortung trägt. Ich nehme gerne die ganze Verantwortung, wenn ich sie auch für die Frage der Sonderverträge, ja, ob es welche gibt und in welcher Höhe die möglich sind, auch habe. Das ist an dieser Stelle schon anzusprechen. Aber ich mache mir für die Zukunft nicht wirklich Sorgen. Wir sind gut aufgestellt, wir haben einen Aufbauplan, dass wir investieren in unsere Soldatinnen und Soldaten, deren Ausrüstung, deren Bewaffnung, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben auch insbesondere für die Luftstreitkräfte, Landstreitkräfte viele, viele neue Beschaffungen in Gang gesetzt, unsere Kasernen erfordern. Gebracht und wir haben gerade, was die Personalfrage anbelangt, im Unterschied zu anderen Staaten schon einen Vorteil, das ist die Wehrpflicht und das müssen wir auch noch mehr nützen, dass nämlich 16.000 junge Männer zu uns kommen in die Stellungsstraßen, denen wir ja gleich von Anbeginn an klar machen können, dass sie Karrieren machen können beim Bundesheer und dass wir auch den Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen ins Leben gerufen haben. Mittlerweile machen das über 500, die hier ihren Dienst angetreten sind. Wir haben, glaube ich, hier mit diesem System der Wehrpflicht, um das andere Staaten, wie gesagt, uns durchaus beneiden, sehr gute Möglichkeiten. Die sind zu nutzen. Danke Ihnen. Also zum einen ist ja noch gar nicht bestätigt offiziell und zum anderen als militärisch neutraler Staat, der weder Waffen liefert noch an diesen ausbildet, habe ich es immer so gehalten, dass wir uns dazu nicht äußern. Ich glaube, dass man noch mehr darauf verweisen muss, dass das Ziel nicht aus den Augen verloren wird. Denn gerade am heute tausendsten Tag muss das Ziel ein dauerhafter, ein sicherer und ein stabiler Friede sein. Insbesondere, wenn wir dieses unglaubliche Leid der Männer, Frauen und insbesondere der Kinder jetzt seit 1000 Tagen miterleben müssen. Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Danke.